Herzlich willkommen zu diesem Video über deskriptive, explorative und schließende Statistik aus unserer Reihe der sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden für Fortgeschrittene. Ähm, wie Sie dem Titel schon entnehmen können, geht es darum zu unterscheiden, wie Statistik in verschiedenen Kontexten eingesetzt wird und wie Statistik aus sich unterscheidet, je nachdem, was wir herausfinden wollen. Ähm, Manchmal spricht man dabei auch von äh, sogenannter deskriptiver Statistik, äh, ähm, explorativer Statistik und Inferenzstatistik. Also Inferenzstatistik ist auch die schließende Statistik, das ist ähm, von der Bedeutung her gleich. Und teilweise haben wir das schon kennengelernt. Also, wir haben über deskriptive Statistik schon ausführlich gesprochen. Also da gehören, wie im Namen schon steckt, die Deskription, also die Beschreibung der Daten drin. Das heißt, alle Verfahren, die was mit Beschreibung von Daten haben, die was mit Beschreibung von Daten zu tun haben, ähm, sind Teil der deskriptiven Statistik. Dazu gehören typischerweise auch Tabellen und Abbildungen der Daten, ähm, Mittelwerte, Standardabweichungen, also Lagemaße, Dispersionsmaße, sonstige Verteilungsmaße, auch sowas wie, ähm, welche zugrunde liegende Wahrscheinlichkeitsverteilung angenommen wird, normalverteilte Daten, exponentiell verteilte Daten etc. pp. Und auch die Prüfung auf... Ähm, ob eine bestimmte Verteilung vorliegt, wie zum Beispiel mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test. Das wären alles ähm, Verfahren der deskriptiven Statistik. Das heißt, hier passiert jetzt heute nicht viel Neues. Was aber ähm, vielleicht neu ist, ist die Inferenzstatistik. Die haben wir auch schon kennengelernt. Ähm, das sind typischerweise alle Verfahren zur Prüfung von Hypothesen, also sogenannte Null-Hypothesen-Signifikanztests. Ähm, dazu gehören die verschiedenen Unterschiedshypothesen, die wir kennengelernt haben, also T-Tests, Varianzanalysen etc. Und Zusammenhangshypothesen ähm, wie Korrelation, lineare Regression, multiple Regression. Ähm, was wir dabei immer berücksichtigen müssen, was also all dieser, dieser Verfahren gleich ist, ist, dass wir eine Alpha-Fehlerschwelle festlegen oder unser Signifikanzniveau. Wir legen eine H0 fest, die wir für wahrnehmen und bestimmen dann den P-Wert, also die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten unserer Daten unter der Annahme, dass die H0 Gültig ist und entscheiden dann, ob unsere Daten ein Indiz dafür wären, dass die H0 falsch sein könnte. Wir machen das typischerweise immer als Vergleich von sogenannten Zufallsstichproben oder als, wir verwenden immer Zufallsstichproben, weil, wir, weil diese Methoden darauf basieren, dass wir Zufallsprozesse vergleichen. Also wir gucken auf zugrunde liegende Zufallsvariablen, die normal verteilt sind, binomial verteilt sind oder exponentiell verteilt sind, je nachdem, welche Hypothese wir prüfen, mit welchem Verfahren. Aber es basiert immer auf der Annahme davon, dass wir eigentlich kein Vorwissen über die Welt haben, sondern dass wir ein Modell beschreiben, eine, eine, ein Modell, was als einzige Annahme die Modellparameter hat, wie zum Beispiel Mittelwertstandabweichung, Abstand etc. Und die Aufgabe des, der Nullhypothesen-Signifikanztests ist es quasi die Übertragung dieser zufälligen Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Wichtig ist hier nochmal zu dabei zu bedenken, ist, dass wir ähm, quasi an, jede, äh, an jeden Schritt bei Nullhypothesen-Signifikanztests annehmen, dass wir vorher nichts wissen und dass wir nachher durch Erheben der Stichprobe etwas über die Grundgesamtheit wissen. Und das gilt aber nur, wenn die Stichprobe wirklich eine Zufallsstichprobe ist, weil auf diese Annahme basieren diese ganzen Methoden. Wir haben keine Möglichkeit, in Nullhypothesen-Signifikanztests Vorwissen über die Welt, also über vorherige Stichproben mit aufzunehmen. Ähm, dafür bräuchten wir dann Verfahren der Base-Statistik. Das sind auch Verfahren der Inferenzstatistik, aber die haben wir in der Veranstaltung nur am Rande kennengelernt. Was ist jetzt äh, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, eigentlich explorative Statistik? Explorative Statistik ist das Ziel und das Entdecken von neuen Zusammenhängen oder Unterschieden. Also es geht nicht dabei darum, eine Vermutung, die wir haben, als konkret formulierte Hypothese zu prüfen auf Wahrscheinlichkeit des Eintretens oder auf Wahrscheinlichkeit des Widerspruchs zu H0, sondern wir wissen noch gar nichts und haben keine gerichtete Vermutung und wollen gucken, was es denn so geben könnte. Das heißt. Ähm, was wir dabei machen, ist, wir versuchen sehr, sehr viele Parameter zu messen ähm, und begeben uns hypothesenfrei auf die Suche nach statistischen Signifikanzen. Das können wir machen, indem wir ganz, ganz viele T-Tests durchlaufen lassen. R macht uns das sehr leicht, wir können das programmieren. Ähm, und die Gefahr, die dabei besteht, oder die Herausforderung, die man, der man sich dabei stellen muss, dass wir. Natürlich große Mengen von Testverfahren durchführen. Und wenn wir sehr, sehr viele Testverfahren durchführen, dann wissen Sie, führt das zu Alpha-Fehlerkumulierung. Vielleicht noch mal ganz kurz überlegen, was war Alpha-Fehlerkumulierung? Genau, Alpha-Fehlerkumulierung ist das Problem, das auftritt, dass wenn ich immer mehr Tests am gleichen Datensatz mache, dass die Wahrscheinlichkeit für einen, äh, einen signifikanten Befund als Artefakt, oder also als Fehlbefund, als falsch positiven Befund. Immer weiter zunimmt und dass wir deswegen unsere Alpha-Fehlerschwelle zum Beispiel durch Bonferroni-Korrektur immer weiter reduzieren müssten. Jetzt will man das aber bei explorativer Statistik nicht. Man lässt die, die Fehlerschwelle gleich und sagt: Ja, ähm, wir, wir lassen das Verfahren laufen, aber wir ähm, sind uns dessen bewusst, dass Befunde, die wir haben, nicht einen gesicherten Befund darstellen, sondern einen Indiz, wo man weiter gucken kann. Also das heißt, wenn ich explorative Befunde habe, ohne eine Hypothese vorher aufzustellen, dann kann ich nicht sagen, dass zum Beispiel, wenn ich einen Zusammenhang finde, dass dieser Zusammenhang sicher besteht, sondern ich habe jetzt eine, ähm, eine Hypothese, eine Datenhypothese, die ich in einem zweiten Schritt nochmal validieren müsste. Ähm, wo, welche Verfahren eignen sich dafür? Ich kann zum Beispiel Korrelationstabellen mir ausdrucken oder jede Menge T-Tests durchführen. Alle Nullhypothesen-Signifikanztestverfahren eignen sich als sogenannte strukturentdeckende Verfahren. Ein anderer Begriff, den wir noch nicht verwendet haben, ist übrigens, dass wir bei Inferenzstatistik, dass wir dabei von strukturprüfenden Verfahren sprechen, also wir prüfen, ob etwas vorhanden ist, und bei explorativer Statistik von strukturentdeckenden Verfahren. Ähm ein bisschen unterscheidet sich das in der, in der Interpretation nochmal, dass strukturentdeckende Verfahren auch auf, stärker auf Struktur gucken. Also, sowas wie zum Beispiel die Faktoranalyse ist eine klassische strukturentdeckendes Verfahren und kann eigentlich nicht so richtig gut als, ähm, als Nullhypothesen-Signifikanztest eingesetzt werden, also so inferenzstatistisch. Also die explorative Faktoranalyse, EFA, wie Sie kennen, da steckt ja schon im Namen, dass es ein exploratives Verfahren ist. Es gibt Verfahren der Faktorenanalyse, die konfirmatorisch sind, also inferenzstatistische Prüfverfahren, ob eine zugrunde gelegte wirklich in den Daten vorhanden ist. Ähm, das sind aber noch komplexere Verfahren, die wir hier in, dem, in dieser Veranstaltung noch nicht kennenlernen werden. Also das heißt, das grundlegende Ziel von explorativer Statistik ist das Suchen von Strukturen in, da in Daten, also strukturentdeckende Verfahren. Die Verfahren, die typischerweise geeignet sind, sind jedes Inferenzstatistische Verfahren, ähm, was viele Eingabeparameter erlaubt, also was es uns leicht macht, ähm, dass es nicht viel Arbeit darstellt. Ähm, zusätzlich kommen solche Sachen wie die Clusteranalyse oder die explorative Faktorenanalyse wie mit PCA oder mit äh, EFA und natürlich sämtliche Visualisierungsverfahren. Also wenn ich Daten erstmal visualisiere, das kann mir auch ähm, Hinweise geben darauf, wie die Daten sind. Dabei muss man allerdings auch berücksichtigen, dass auch die visuelle Analyse ähm, Artefakte begünstigt. Also es gibt viel Forschung dazu, dass Menschen, die nur visuell Daten analysieren, schnell Hypothesen für wahr halten, die sie in Daten gefunden haben, weil sie sehr, sehr viele verschiedene Visualisierungen eingesetzt haben, obwohl viele von diesen Befunden, die man vielleicht hat, trotzdem Artefaktbefunde sein können und im nächsten Datensatz nicht mehr auftreten können. Also auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Klassisches Beispiel für explorative Statistik ist der Korrelationsmatrixplot, den wir im HCIC-Paket auch drin haben. Hier sieht man, wenn ich einfach alle Variablen da reinschmeiße, dann sehe ich hier oben das große Cluster der robotischen Pflege, hier unten das große Cluster der, Mensch Cluster der menschlichen Pflege und einen gewissen Overlap hier bei den Servicedienstleistungen, wo es auch einen Zusammenhang gibt. Also wenn ich das eine zulasse, dann lasse ich auch das andere zu. Ein bisschen hier sind, man sieht ja auch ganz schön, dass auch ein paar Artefakte übrig geblieben sind. Also hier zum Beispiel Human Bath und, Human, äh, und Robo Face. Warum das einen negativen Zusammenhang darstellen sollte, habe ich jetzt keine theoretische Erklärung, das könnte zutreffen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei und bei vielen dieser Ein-Stern-Korrelationen um ähm, Artefakte handelt. Und zwar deshalb, weil jedes dieser Kästchen stellt eine Hypothese dar. Und wenn wir überlegen, wir haben, ähm, wobei man streng genommen sagen muss, natürlich nur oberhalb dieser Linie hier, das sind ja jeweils gespiegelte Hypothesen, wenn ich jetzt durchzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, also wir haben 22 Variablen. Das Quadrat von 22 ist 440, wenn ich mich nicht täusche. 22 mal 22, 484, okay. Das wäre, wenn ich jedes Feld ausfüllen würde, was ich aber nicht habe. Ich habe nur die Hälfte davon. Das heißt, ich habe 242 minus die 22 Hypothesen, die auf der Diagonale stehen. Also bin ich bei 220 Hypothesen, die hier getestet werden. Das heißt, streng genommen, wenn ich meinen Alpha-Fehler korrigieren wollen würde, dann müsste ich 0,05 geteilt durch 220, ach ähm, so, jetzt können Sie das gar nicht sehen, 0,05 geteilt durch 220, dann müsste ich eine Alpha-Fehlerschwelle, also für einen sicheren Befund müsste ich eine Alpha-Fehlerschwelle von 0,0002 ansetzen. Und ob die hier jemals gegeben ist, kann also vielleicht bei manchen von den drei Sternen, ja, das kann ich nicht genau mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ähm, wir müssen davon ausgehen, dass sich manche von diesen Befunden, wie einzelne Sternchen hier, nicht bewahrheiten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich diese Dienstleistungen hier sogar bewahrheiten, weil ich eine theoretische Erklärung im Hinterkopf dafür habe, warum das so sein könnte. Weil Menschen mehr Erfahrung damit haben und sich vielleicht wohler damit fühlen. Wie das funktioniert haben wir schon kennengelernt wir selektieren äh, in einem datensatz die spalten die wir uns angucken wollen und stecken das in die core matrix plot methode der hcic tools also eigentlich auch eine sehr einfach durchzuführende explorative statistik ein anderes verfahren sind die sogenannten small multiples das heißt wenn ich mir verschiedene faktorstufen angucken will was ich hier gemacht habe ist ich habe mir die akzeptanz der robotischen Gesichtspflege angeguckt habe hier auf der auf der Facettierung in X-Richtung das Geschlecht und auf der Facettierung in Y-Richtung Altersgruppen gemacht. Also habe da die, die, die Kategorien aufgeteilt und habe auf der unteren X-Achse, also auf den jeweiligen X-Achsen, die Kontrollüberzeugung im Umgang mit Technik aufgetragen, um zu gucken, ob es da vielleicht Interaktionseffekte gibt. Und man sieht hier insbesondere bei den Männern gibt es eigentlich einen geringen Zusammenhang mit dem KOT und der Pflege, aber bei den älteren Personen gibt es vielleicht doch einen Zusammenhang. Das heißt, es könnte also sein, dass mit dem Alter hier sich was verändert bei den Männern. Bei den Frauen scheint es äh, sogar genau andersrum zu sein. Bei den jüngeren Frauen gibt es ein höhere, höheres Bedenken. Ähm, ne, es geht um die Akzeptanz, eine höhere Akzeptanz. Äh, je höher der KOT ist, äh, also das heißt hier bei den älteren Männern scheint es auch eine höhere Akzeptanz zu geben. Kann auch sein, dass die Gesichtspflegeakzeptanz hier grundsätzlich niedrig ist, wobei das stimmt auch nicht. Nee. Also was mir das ermöglicht ist, ich kann hiermit auf Ideen kommen, was man vielleicht noch untersuchen könnte. Also gibt es vielleicht einen Interaktionseffekt von Alter und Geschlecht auf, die Robot, ähm, auf den Zusammenhang von äh, Kontrollüberzugung mit Technik und der robotischen Gesichtspflege. Es können jetzt hier aber tatsächlich auch durch einzelne Ausreißer Linien entstehen, die nachher oder in, in der Grundgesamtheit nicht vorhanden sind. Also ich erhöhe das Risiko Artefaktbefunde zu erzeugen, wenn ich auch Small Multiples anwende. Deswegen muss man, äh, sollte man das immer nochmal überprüfen. Eine wichtige Überprüfung, ähm, die ich jetzt gar nicht aufgezeigt habe, die aber so einfach ist, dass ich äh, gar keine Folie dafür habe, ist quasi, wenn Sie eine große Stichprobe haben, ähm, zum Beispiel Sie haben 500 Probanden erhoben und Sie wollen erstmal explorativ suchen. Was man machen kann, ist, man, man teilt die Stichprobe und sagt, ich nehme die Hälfte für explorative Befunde und dann validiere ich die Befunde aus der explorativen Stichprobe in der zweiten Hälfte. Damit habe ich quasi eine zweite Stichprobe erhoben ähm, und kann meine explorativen Befunde auch inferenzstatistisch prüfen, weil ich dann nur noch die Hypothesen prüfe, die ich natürlich vorher hatte, die ich aus der explorativen Statistik gewonnen habe und kann somit beides auch innerhalb von einem Schritt machen. Das ist äh, mathematisch möglich und deswegen auch eigentlich unproblematisch. Man braucht halt eine große Stichprobe, weil sonst natürlich sehr sehr viele Effekte nicht mehr auftreten können. Also das Aufteilen in Test und äh, explorative Stichprobe ist ein Verfahren, was man ganz gut machen kann. Äh, in R geht das sogar sehr einfach. Ich kann quasi eine Zufallsstichprobe aus, einer, äh, aus einem Datenframe rausziehen mit Sample, also, äh, Sample frac, also Sample-FRAC, kann ich eine, einen Bruchteil einer Stichprobe rausziehen und dann kann ich quasi den Rest der Stichprobe als Teststichprobe verwenden. Ähm, das aber nur so am Rande bemerkt, falls, falls Sie mal vor der Herausforderung stehen, innerhalb eines Erhebungszeitraums nicht nur explorativ, sondern auch tatsächliche Befunde liefern zu müssen ähm, und sie die Zeit der strengere Faktor ist als die Kosten für eine größere Stichprobe, dann kann man zum Beispiel eine große Stichprobe erheben und ähm, durch Zufallsziehung innerhalb der großen Stichprobe eine explorative Stichprobe und eine Teststichprobe zur Verfügung haben, zu haben. Ein weiteres Verfahren, was wir bisher noch gar nicht kennengelernt haben, ist sogenanntes Clustern von Variablen oder von Probanden. Ähm, Clustern bedeutet, dass wir versuchen wollen, Probanden aufgrund von Ähnlichkeit oder Variablen aufgrund von Ähnlichkeit. Variablen aufgrund von Ähnlichkeit haben wir schon bei der Faktoranalyse kennengelernt, aber das gleiche geht auch quasi nicht in, verti in, in vertikaler Richtung im Datensatz, sondern auch in horizontaler Richtung im Datensatz. Also ich will herausfinden, ob es Gruppen von Personen gibt, die sich ähnlicher sind als andere. Das einfachste Verfahren, was ich hier nur als Beispiel vorstellen möchte, ist das sogenannte K-Means-Clustering. Ähm, dazu wählt man vorher die Anzahl an Klassen, wie viele ich haben will. Das ist unser K-Wert. Ich kann sagen, ich, ich vermute, wir haben drei verschiedene Nutzergruppen und dann kann ich das prüfen, ob das zutrifft oder nicht. Und das ist ein sogenanntes ähm, iteratives Verfahren, was mit Schritt für Schritt die Klassenzugehörigkeit zu diesen drei Klassen findet. Es funktioniert wie folgt: Es wählt wenn ich drei angebe, drei zufällige Klassenmittelpunkte, findet die dazugehörigen Daten und Probanden ähm, und stellt dann fest, wie groß der Abstand jedes einzelnen Probanden zu seiner Klasse ist und ob es ein anderes Cluster oder eine andere Klasse gibt, wo es besser zugehören würde und sortiert dann neu und wählt dann neue Klassenmittelpunkte. Das lässt sich aber eigentlich besser ähm, visuell zeigen. Ich öffne mal hier diesen Link. So, und dieses Web-Tool kann jetzt von uns zu benutzt werden, einmal herauszufinden, wie dieser Algorithmus funktioniert. Dafür wähle ich hier, also Sie können das machen, wie Sie möchten. Ich nehme mal I'll choose ähm, und wir nehmen verschiedene Beispiele. Wie wäre es denn mit den sogenannten Density Bars? Also wir stellen uns vor, dass wäre eine Stichprobe in X-Richtung der KOT in Y-Richtung vielleicht die Akzeptanz für mobile Robotik. Wir sehen, wir haben also relativ viele Probanden hier in der Mitte. Und der Algorithmus funktioniert so, sie sagen, wir hätten gerne drei Cluster, eins, und ich kann die auch zufällig irgendwie setzen, das ist völlig egal, wie ich die setze, und kann dann hier mit Go immer einen Algorithmus-Schritt rechnen lassen. Was er macht, er guckt, die Punkte gehören alle zum roten Cluster, kein Punkt gehört zum grünen Cluster, das heißt, er kann jetzt die Zentroiden verschieben, der rote Punkt wandert jetzt in die Mitte aller roten Punkte. Jetzt werden die Punkte neu zugewiesen, also das heißt, die sind jetzt näher an dem blauen dran als an dem roten Punkt. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt. Wir updaten wir unsere Zentroiden, das heißt, der rote wandert in die neue Mitte der roten Punkte, also ein bisschen nach rechts. Dadurch wandern die blauen und der grüne wandert hier rein und jetzt werden die Punkte wieder neu zugewiesen, unsere Zentroiden geupdatet, Punkte neu zugewiesen, Zentroiden abgeabt. Also das heißt, was hier passiert ist, Stück für Stück versucht er eine Kategorisierung zu finden bis es irgendwann keine Verbesserung mehr gibt und dann hört der Algorithmus auch auf, wenn er merkt, es gibt keine Veränderung mehr. Ähm, und hier sieht man, das ist jetzt nicht wirklich gut. Also hier findet sich ja eigentlich auch keine Gruppenstruktur, sondern es ist eigentlich eher eine kontinuierliche Dichteverteilung, aber der Algorithmus findet irgendeine Kategorisierung. Also diese Kategorisierung ähm, muss nachher noch interpretiert werden. Ein etwas anderes Beispiel wäre vielleicht, also das war jetzt Density Bars, wie wäre es denn mit Gaussian Mixture? Genau, das wäre so ein klassisches Beispiel für drei Klassen. Das haben wir auch gesehen bei äh, in unserem Beispiel für die Faktorenanalyse. Wenn wir drei Gruppen haben, dann sind die in zwei Dimensionen anders. Also wie sehr ich Kekse mag, wie sehr ich Burger mag zum Beispiel. Aber auch, dass wir hier richtig sehen, dass es eigentlich drei Gruppen sind und die können wir automatisch finden lassen, auch wenn das nicht so schön aussieht wie hier, indem wir zufällig drei Punkte wählen und dann mit Hilfe von Oh, das hat sogar schon äh, direkt gut funktioniert. Äh, also das K-Means Clustering hat, das sind die nächsten Abstände. Ja, Habe ich wahrscheinlich schon zu clever gemacht. Und dann dauert es gar nicht, dann ist es schon fertig. Also jetzt hat er schon innerhalb eines Schritts die richtigen Cluster gefunden. Wir machen vielleicht mal random. Also das heißt, wir fügen drei Zentroiden zufällig hinzu. Auch da passiert nichts Spannendes mehr. Ähm, farthest Point, Gaussian Mixture. Mal gucken, was jetzt passiert. Also er fügt den immer am weitesten entfernt ein. Auch das funktioniert sehr schnell. Also mit solchen Daten funktioniert dieser Algorithmus, wie Sie sehen, schon sehr, sehr gut. Wir machen mal drei Cluster. Okay, das ist ein bisschen herausfordernder. Jetzt müssen wir ein paar mehr Schritte machen. Aber man sieht auch hier relativ schnell findet sich die richtige Konstellation. Wichtig ist, wenn ich die falsche Anzahl an Zentroiden wähle, also zum Beispiel wenn ich hier vier Zentroiden mache. Dann kann es passieren, dass dieser Algorithmus zwar konvergiert, aber dass diese roten jetzt nicht sehr verschieden sind von diesen gelben. Also da muss man auch noch mal ein bisschen genauer reingucken. Und den Link zu diesem Tool, um damit ein bisschen zu experimentieren, stelle ich Ihnen auf jeden Fall in Moodle ein, sodass Sie das einmal ausprobieren können. Und das ist das sogenannte K-Means-Clustering. Es gibt noch andere Verfahren, die alle ein bisschen komplexer sind, die ich jetzt an dieser Stelle nicht genauer aufführen möchte. Äh, wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie, glaube ich, genügend Material dazu auf YouTube. Wichtig ist es, dass man mal weiß, was ist eigentlich die Idee des Clusterings? Ist es, ähm, Variablen, oder nee, nicht Variablen zu sortieren, sondern Probanden zu sortieren, also Datenzeilen ähm, zueinander in Beziehung zu setzen und zu gucken, welche Punkte sind sich ähnlich, und zwar ähnlicher als andere Gruppen, und dabei automatisch Gruppen zu identifizieren. Das ist das, was das Clustering macht, also ein ähm, Einteilen in Gruppen. Und das auch von mehreren Variablen. Wir haben es jetzt gerade mit zwei Variablen gesehen. Das K-Means-Clustering geht auch mit fünf Variablen gleichzeitig. Also im fünfdimensionalen Raum können fünfdimensionale Punkte an die richtige Stelle geschoben werden. Wobei der Algorithmus am besten im zweidimensionalen konvergiert, also am schnellsten fertig ist. Bei fünf Dimensionen ist es, glaube ich, ein bisschen aufwendiger. Ja, und damit endet heute die Einführung in ähm, die explorative Statistik. Ähm, Sie haben hoffentlich gelernt, wo der Unterschied ist zwischen deskriptiver, schließender und explorativer Statistik und ich freue mich, dass wir Sie in der nächsten Sitzung sehen, wo es dann um den Unterschied zwischen parametrischen und nicht parametrischen Verfahren geht.